Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily an diesem 29. August 2018. Mittwoch und ihr hört die Geek Talk Daily 448. Heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Toyota, Zatu, Apple Music, Ed Sheeran, Th Thunderbolt 3 und Google Duo. Ich beginne mit Toyota, denn die haben ein bisschen investiert und zwar richtig viel. Eine halbe Milliarde US-Dollar und das Ganze in Uber. Japan meets die USA. Ist Toyota Japan? Ich glaube, bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall investieren sie den großen Batzen Geld nicht einfach so, denn sie möchten zusammen eine äh, Plattform für Ridesharing anbieten. Ab 2021 soll es dann schlussendlich soweit sein. Zum einen bringt Toyota seine besten Leute mit ins Spiel und natürlich auch Uber. Und zusammen soll es dann eben eine Plattform geben. Ich hoffe, das Ganze wird nicht nur irgendwo in den Staaten oder in Japan starten, sondern auch bei uns, weil ähm, ja, ich hoffe ja schon lange auf ein flächendeckendes Ridesharing-Angebot, das auch bis vor meine Haustür reicht und nicht nur in die großen Städte. Wir werden es sehen. Der Schweizer oder der, besser gesagt, der größte Schweizer private Mediengruppe oder die größte Schweizer private Mediengruppe. So, jetzt geht es auch mit der Grammatik. Tamedia Media hat auch wieder ein bisschen eingekauft. Nie, nicht ganz das richtige Wort, sie haben aufgestockt. Per 2008 haben sie 29% von Zatu, dem Streaming oder. TV-Streaming-Diensten ähm, vereinnahmt und das wurde jetzt erhöht auf über 50%. Somit sind sie neben der Gründerin von Zatu die größten ähm, ja, Anteilseigner oder die zwei größten Aktionären dahinter. Sehr, sehr spannend, wie das Ganze äh, sich entwickelt. Bei äh, Tamedia weiß man ja, dass es nicht ganz so gut gegangen ist und vor allem durch die digitalen Geschichten, die sie so haben, äh, sich gut über Wasser halten konnten im ersten halben Jahr und da wird in Zukunft sicherlich Zatu beitragen, denn die sind nicht mal so schlecht unterwegs, wie man aus dem Artikel, den ich euch verlinkt habe, rauslesen konnte. Apple Music, ähm, der Streaming Dienst von Apple war eigentlich verwunderlich, dass der nicht auch gleich auf Android gekommen ist, denn seit äh, doch jetzt schon einiger Zeit gibt es ja auch die iTunes-App für Android. Also, das heißt, man kann auch unter Android über Apple iTunes Musik kaufen, Musik anhören, Musik verwalten etc. Und das soll sich jetzt anscheinend ändern. Laut Android Police gab es da Gerüchte und in der App ein paar Hinweise, dass eben ähm, Apple Music, der Streaming-Dienst, auch für Android. Android kommen wird, sicherlich oder vor allem, oder entdeckt wurde das Ganze nicht in normalen Android-Clients, sondern in Android für Auto. Da dürfte man gespannt sein, was da noch alles kommt. Und ist ja eigentlich nur sinnig, dass Apple das Ganze auch so anbietet, denn da werden sie sicherlich nochmals ein bisschen was obendrauf legen können in Richtung Spotify. Wir bleiben bei Apple Music und gehen über zum Musiker at Shereen. Shereen. ich spreche den immer falsch aus. Ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine. Der hat ja eine exklusive Doku mit Apple gemacht. respektiv Apple hat sich die Rechte an der Doku Songwriter gesichert und die ist jetzt ab dem 28. Sprich seit gestern für all die Apple Music abonniert haben, erhältlich und zum Anschauen. Viel Spaß damit und ja. Wer es äh, abonniert hat, lasst mich mal wissen, wie das Ganze ist. Ich habe eine gute Freundin, die mag den. Der könnte ich das mal äh, zur Verfügung stellen. Die hätte sicherlich Freude daran. Samsung hat an der IFA, und jetzt sind wir schon ein bisschen im Thema ein neues Produkt vorgestellt und das ist eine ziemlich ziemlich schnelle SSD, eine externe SSD zum mitnehmen, 2,8 Gigabyte in der Sekunde sollen zumindest theoretisch machbar sind, sein um darüber zu schieben. Ziemlich heftig und sehr schnell, was richtig schön und Spaß macht. Grundvoraussetzung ist, das ganze läuft über die Thunderbolt Thunderbolt 3 Schnittstelle. Heißt, es ist nicht abwärtskompatibel. Wenn ihr also einen Rechner habt, der noch kein Thunderbolt Drei Schnittstelle hat, hat, egal ob Windows oder Mac, dann ist das das nicht das richtige Produkt für euch. Wenn ihr aber dazu dazugehört, dann solltet ihr euch das Produkt mal anschauen. Ich werde mir das auf jeden Fall an der IFA anschauen gehen, denn ja, jetzt ist knapp nach Mitternacht, halb eins, jetzt geht es ins Bett und um vier, wenn diese Folge rausfällt, dann darf ich aufstehen und in Richtung Flughafen gehen. Es geht ab an die IFA. Doch bevor ich zur IFA komme, noch eine kleine Neuigkeit aus der Google-Ecke. und und zwar für iOS. Die Google App Duo. Ja, mögt ihr euch noch erinnern, das ist die Facetime respektive Skype Alternative aus dem Hause Google oder die vierte, fünfte Alternative in die Richtung. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten bei Google. Die gibt es seit einem Weilchen schon fürs iPhone, aber nicht fürs große, sprich fürs iPad. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt gibt es die App auch für Android, äh, für, für, fürs iPad. Und der große Vorteil gegenüber Facebook, äh, FaceTime, was ich ja vorher schon erwähnt habe von Apple, ist sicherlich, dass es wie bei Skype ist. Das Ganze kann natürlich nicht nur mit Apple-Geräten kommunizieren, mit Android, sondern auch mit Windows Devices etc. Also somit plattformübergreifend. Das waren es an Neuigkeiten, die ich für euch habe sammeln können morgen oder besser gesagt ja, heute. Jetzt geht's los mit der IFA. Ich freue mich schon heute Nachmittag mit dem Achim, Nachmittagabend, müssen wir noch genau schauen, die ähm, Geek Talk-News-Folge von unserem Mutter-Podcast, wie wir das so schön nennen, ähm, live, wenn alles klappt und das Internet in Deutschland funktioniert, live für euch über Facebook zu streamen. Keine Angst, ihr bekommt das natürlich ganz normal im Nachhinein nachher als Podcast, also als Audio-Podcast geliefert. Und wir werden ziemlich sicher auch die Daily, die ihr morgen hören werdet, für euch direkt einsprechen zusammen. Müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Sowieso ein bisschen äh, rumexperimentieren mit Audio-Gadgets, Video-Gadgets äh, Video und so weiter. Da müssen wir noch ein bisschen ausprobieren. Aber wir freuen uns schon drauf. Und ja. Somit euch schon mal einen guten Start in den heutigen Tag. Habt viel Spaß, habt viel Erfolg und viel Freude an dem Tag. Und ja, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk!